fighting men can understand. Ein Land mit zugelassener, geregelter Kriminalität. Sie sind alle Täter. Stop for me to be the Pope. The Vietnamese and the Italians. Oh my God. Hey, Papa. Ich muss dir was sagen. Ich bin unglücklich. Vom Zug bis hierher habe ich sonst maximal 7 Minuten gebraucht. Ich bin fett, Papa. Ich kann nicht mehr rennen. Das Zeug macht mich müde. Ich weiß kaum noch, was ich gestern gemacht habe. Am liebsten würde ich das Haus gar nicht mehr verlassen. Ist das der Preis? Nichts macht mir mehr Angst als die Vorstellung, dass das alles stimmt, Papa. Dass ich meinen Kopf ganz einfach reparieren könnte. Sollte ich mich jemals trauen, über meine Einsamkeit zu sprechen? Nee, zu einfach.
Mein Name ist Paul. Ich versuche, meinen Zustand zu beschreiben. Ich suche nach einer Antwort auf das, was mit mir passiert. Gehen wir mal davon aus, dass ich mich verlieben würde in meine Augen. Nehmen wir mal an, meine Augen wären eine Person. Ich sie so nennen würde? Sie ist der Rausch, das treibende Schwarz, das sich bei einem Sturm über das Meer legt. Eine endlose Liebe, deren Erwachen ich nicht ersehne. Sie zeigt mir die Welt, mein Innerstes bebt. Ein Leben danach, im Jetzt und hier. Sie ist meine Therapeutin. Ich betrachte sie als eine Art Schlüssel. Sie kann Türen öffnen. Sie sagt zwar, ich sei krank, ich sehe aber, dass sie weiß, dass es falsch ist, dass es nicht stimmt, dass da mehr ist als eine Diagnose. In ihrer Schublade liegen 50 verschiedene Möglichkeiten, mich ruhig zu stellen. Welche sie letztendlich wählt, ist egal. Sie unterscheiden sich nur im Namen. Sie weiß das, ich weiß das. Ich spiele das Spiel mit. Nehme Nummer 20. Nehme es jeden Tag, wie im Krieg. Ich spüre den Unterschied, ganz klar. Halluzination, Stimmen, Wahnvorstellungen. Ja, stimmt. Die sind weg. Aber da ist mehr, viel mehr. Ich war 9. Mein Vater wurde nach der Trennung verstoßen. Er zog in eine Art Studentenwohnheim. Da war dieser eine Besuch. Er wollte meiner Schwester und mir was zeigen. Er ging ans Badezimmerfenster und stieg mit einem Bein raus. Ich sah zu meinem Papa. Nein, Papa. Er sah mich an und sagte, vertrau mir. Dann reichte ich ihm meine Hand und wir stiegen alle zusammen raus. Unter dem Fenster war noch ein Vordach. Dort lagen wir dann stundenlang und starrten in die Nacht. Es war magisch. Ich stellte mir vor, dass mein Papa Türen öffnen kann. Türen in andere Welten. Ist okay, wenn du nicht kannst. Oder willst du es nochmal probieren? Im Kopf bin ich eh schon fremdgegangen. Was heißt das überhaupt? Das mit Jack tut mir leid. Es hätte nicht so enden müssen, dass er krank wird.
Aber weißt du, Sex? Annabelle. Sie traf damals die Entscheidung, nach Amerika zu gehen. Wir waren beide noch Jungfrau. Ich dachte, wir müssen vorher noch miteinander schlafen. Das müssen wir vorher noch tun, bevor sie geht, morgen nach Amerika. Ich habe dann in die Sterne geschaut und mir gewünscht, dass wir miteinander schlafen. Ich wünsche mir, dass wir miteinander schlafen. Ich wünsche mir, dass wir miteinander schlafen. Sie hatte ein eigenes Zimmer im Dach. Man musste 1, 2 Treppen hoch. Wir hatten dort vorher schon ein paar Mal übernachtet. Geknutscht und so. Und dann war da sie. In der Nacht. Sie sagte, sie hat was für mich. Bleib kurz draußen. Ich war so aufgeregt. Ich weiß, was jetzt passiert. Hoffentlich klappt alles. Hoffentlich funktionierst du. Musst jetzt funktionieren. Sie hatte gar nicht so große Brüste. Sie waren wunderschön. Sie hatte ein wunderschönes Teil an. So mit Spitzen. Durchsichtig. Für eine Sekunde war es wunderschön. Dann küsste ich sie. Ich war viel zu wild. Sie war viel leidenschaftlicher. Ihre Lippen waren anders als meine. Anfassen, fast mechanisch. Sie hatte kein Höschen an. Nackt, frisch rasiert, wohlriechend. Ihre Muschi, wie die gerochen hat. Da war eine Gebärmutter. Ich weiß da gar nicht, Kinder. Und solche Eich. Alles in meinem Mund aufnehmen. Dann wieder mechanisch, lecken. Ich wusste, das funktioniert bei ihr. Okay, ich kriege jetzt einen Steifen. Hoffentlich klappt alles. Dass wir alles erledigen können. Noch etwas lecken. Hab sie dabei völlig verloren. Ich war nicht die Spur bei ihr. Null. 0,0. An zu suchen. Ach Scheiße, es geht runter. Es geht runter. Kannst du es bitte drauf machen? Nee. Ich weiß nicht, wie das geht. Hat sie gesagt. Mach du das mal selbst. Ah, okay. Ja, gut. Es ist zu weich. Mein Penis ist zu klein. Ach, das weiß ich doch noch gar nicht. Wir haben doch noch gar nicht miteinander geschlafen. Dann stand sie auf. Und ging aus dem Raum. 2 Stunden, bevor wir aufstehen mussten. Und ich lag dann da, nackt, auf der Matratze. Und diese wunderbare Frau hatte gerade den Raum verlassen. Da habe ich mich runtergemacht. Du Versager. Warum kannst du nicht? Mein Penis geschlagen. Warum funktionierst du nicht? Ich habe angefangen zu wichsen. Hab einen Halbsteifen bekommen. Dann bekommen in meiner eigenen Hand. Dann kam sie wieder. Hab mich geschämt. Hab seiner Seite abgeschmiert. Und gehofft, dass es nie erfährt. Und aufgegeben. Ja. Noch nicht einmal in meiner Vorstellung schaffe ich es zu ficken. Wenn ich davon ausgehen würde, mich in meine Augen zu verlieben, dann wäre ich ja in den Gedanken verliebt, alleine zu bleiben. Anders.
das Gefühl nicht, wenn man die Wohnung nach Geld durchsucht, um sich noch ein paar Pillen leisten zu können. Obwohl der Strom längst überfällig ist, der genau in diesem Moment abgestellt wird und du dich von nun an nur noch mit kaltem Wasser abwaschen musst. In der erdrückenden Stille, weil deine Liebe schreiend das Haus verlassen hat, nachdem sie dir gesagt hat, wie wertlos du bist. Und du dabei alte Klamotten trägst. In einer Welt, die markenorientiert, jeden Auslacht, der sich dem entziehen will. Und du dann als junger Mann mit 16 durch deinen Heimatort läufst, um deine vermeintlichen Freunde zu treffen, die dir von oben das Tor vor dem Haus öffnen, um dir die Haustür zuzulassen, damit sie dir von oben auf den Kopf spucken können. Die haben keine Ahnung, wie das ist. Wenn du vorbeikommen sollst, um kurz mal auf dein Kind aufzupassen, weil die Mutter der gemeinsamen Tochter kurz weg muss. Überhaupt noch mal das Gefühl von Freiheit zu spüren. Und du wach bleibst, weil deinem eigenen Kind zu kalt wird nachts, es Hunger hat. In der Wohnung ohne Strom, ohne Licht, ohne Geräusche, ohne Mama. Sag mir einer, dass das falsch ist, darüber nachzudenken, wie viele Frauen gerade jetzt in dieser Sekunde vergewaltigt werden. Ich denke über sowas nach. Sie ihn spüren. Sie alle. Die Frau. Da kommen Antworten. Fremde, böse, verletzende Antworten. Sie wollen mir schaden. Genau dann, wenn ich an diesem Punkt bin, greife ich zur Packung. Nehme es. Damit ich all das hinter mir lassen kann, um es ein paar Stunden später wieder vor mir zu haben. Was für ein Quatsch, ey. Wer bitte soll das verstehen? Täter, Opfer sind dieselben. Ich mich selbst gefangen halte, das Leid anderer Leute empfange, sie sogar hören kann. Ist zu kompliziert. Was mache ich, wenn keinem gefällt, was ich zu sagen habe? Was, wenn es alle hassen? Andere zu beschreiben, das fällt mir nicht schwer. Ich bin Journalist, das ist mein Job. Jedoch die passende Beschreibung für mich selbst zu finden, das ist... Was, wenn die Angst, schlecht bewertet zu werden, so groß ist, dass ich es lieber lasse? Buonasera, guten Abend. Ciao, signore. Wie geht es Ihnen? Gut geht's. Schätze sehr schön. Sehr gerne. Buonasera. Buonasera. Na, Digga, wie geht's? Buonasera, guten Abend. Hallo, signore. Gleich ein Menü? Nee, ich weiß schon. Okay, bitteschön. Ich hätte gerne eine große Cola. Sehr gerne. Bruschetta. Aber natürlich, mit frischen Tomaten. Genau. Sehr gerne. Die Tagliatelle mit der... Hausgemachte Tagliatelle, ja? Mit der leckeren Grillsoße und Fleisch. Nein. Fillig bitte. Genau, genau. Ja, und das Ohr bitte noch, die tolle scharfe Soße mit den eingelegten Knoblauch. Aber natürlich. Sehr gerne. Das wär's. Sehr schön. Vielen Dank. Danke. Danke. Du willst nur was. So nicht weniger essen? Warum denn wieder für drei bestellen? Nein, was soll's. Musst du selber wissen. Ja, bitte schön. Dankeschön. Guten Appetit. Vielen Dank. Grazie. Na, sag schon. Wie geht's? Gut. Gut. Ich war ja gerade auf Tour mit deiner Tochter. Mit deiner Leiblichen. Ein wahnsinnig süßes Mädchen geworden. Sehr wach. Ganz brauchbares Material geworden, denke ich. Wahnsinn, was die Kids da zwischen 11 und 12 Jahren schon über Crystal wissen. War ich sehr angetan. Ich mache jetzt auch wieder eine Therapie.
Frage, ist schon fertig für Sie? Oh, gut sieht das aus. Ja? Marvin Deke? Ah, ist gut. Ja? Oh, ja. Sehr schön. Vielleicht noch ein Wunsch? Mhm. Dankeschön. Die frische Pizza kommt. Genau, perfekt. Danke. Mhm. 17. 17. Und damit meine ich nicht, du sollst deine beschissenen Nudeln zählen. Keine Angst, ich fress dir schon nichts weg. Nein, 17 Jobabsagen. 17. Komisch. Einen suchtkranken Chefarzt will irgendwie keiner auf Station sehen. Die große Wohnung. Meine Frau versucht gerade krampfhaft noch mal 20 zu sein. Ihre Tochter, die Chefin im Haus. Und meine Kleine findet natürlich alles ganz toll, was sie macht. Da möchte man sich doch am liebsten wieder was reinziehen. Ja, ja, ich weiß. Befreiung aus der Abhängigkeit, das Erwachen aus dem Schlaf der Marionetten, das Entdecken der Fäden, die uns fremd steuern. Die geschichtliche Anbindung zeigt, dass uns der Stoff manipuliert und so weiter. Ich kotz gleich auf deine Pilzpasta. Trotzdem will ich es gerade nehmen, verstehst du? Na komm, iss weiter. Kalt schmeckt das doch nicht. Genau wie das Zeug, das du schreibst. Du beschäftigst dich doch permanent mit der Dummheit von Menschen. Versuchst, Dummes noch dümmer dastehen zu lassen, damit es für die Leser noch interessanter wirkt. Du bist ein scheiß Boulevardjournalist, okay? Also komm mir nicht mit deinem, es geht mir ganz gut so weit. Damit brauchst du gar nicht erst anzufangen. Du solltest dich lieber mal fragen, ob du dich für sowas wie Freunde überhaupt interessierst. Du verfressener Ich-Kritiker. Weißt du eigentlich, wie es mir... Hey. Ja. Nein, das ist doch kein Problem, dann hol ich sie ab. Ja, klar, kein Problem. Ja. Ja. Das habe ich schon erledigt. Mhm. Gut. Ja, ich dich auch. Ciao. Momentan dreht sich alles nur um dich, Paul. Sag's mal. Ich dreh mich um mich. Sag's mal. Ich dreh mich um mich. Ja, merkst du was? Das sind zwei Ich zu viel. Trotzdem sind sie da. Naja, nimm du mal deine Tabletten. Was soll ich dir denn sagen? Hä? Dass ich scheiß Geldprobleme hab? Da kann ich mir tausendmal sagen, dass ich minimalistisch alternativ lebe. Es reicht einfach für vieles nicht. Dazu kommt, dass ich anscheinend beziehungsunfähig bin. Obendrein hasse ich das System, die Welt und wie sich alles entwickelt. Woher soll ich denn wissen, ob dich das interessiert? Sag's mir bitte. Die Frage ist relativ einfach und trifft's auf den Punkt. Habe ich ehrliches Interesse an anderen? Woher soll ich das denn wissen? Woher soll ich das denn wissen, wenn ich es noch nicht mal schaffe zu beschreiben, was mit mir los ist? Ein Versuch noch. Sehe, wie sie ablaufen werden.
Da ich also vorher schon weiß, was passieren wird, kann ich mich schützen und bleibe einfach zu Hause. Denn ich habe es verstanden, habe angefangen zuzuhören, sehe sie, die Welt, nicht direkt, eher wie eine Gleichung, ein Geheimnis. Ich entdecke das allein, fühle allein, rede allein. Ich habe es verstanden, habe es geschafft. Die anderen nicht. Die Lösung ist immer eins. Und eins ist Gott, ist weiblich, ist Mama, steht für Mathematik, wobei... Lieber Paul, ich wollte mit dir reden. Wieder warst du nicht da. An dein Telefon gehst du auch nicht. So wie du dich jetzt verhältst, funktioniert es nicht. Das weißt du sicher. Schmeiß nicht leichtfertig weg, was du bisher erreicht hast. Dein Leben braucht dich und der Beruf auch. Vor Problemen weglaufen hat keine Zukunft. Hilfe nicht annehmen, wo sie geboten wird. Ist nicht stark, sondern einfach fahrlässig. Du hast eine Verantwortung für dein Leben, dein Talent. Sophie. Zweifel an dem, was du tust und du erreichen willst. Die Lunte ist zu kurz, als dass du sie einfach zünden kannst. Dir fehlt jede Begründung, warum irgendwo mal Gründe waren. Und der Moment, der sagt, dass du zu lang Betrüger warst. Leichtsinn war einmal der Antrieb für die Träume. Versäumnisse von Tagen, die vergangen sind, betäuben deinen Alltag. Bereuen wirkt wie Alkohol, denn Tun hat dich eingeholt. Kein Buhlen mehr ums eigene Wohl, nur die reine Leistung raubt dir den Verstand und lässt dir keinen Raum. Die Gleichung scheint zu schwierig, ob du sie denn begleichen brauchst. Fragen lassen dich nicht schlafen und durchziehen die Nacht. Der Wahnsinn ist der Atem, der auf Luft in deiner Lunge schafft. Was will dieser Junge hier? Bringt er mal zu Ende, was er ungeniert in Händen nahm, oder bleiben Bilder unverziert? Mauern waren Legenden, die du stets als bloße Wände sahst, die malerisch beschriftet nur eine Leinwand für die Wände waren. Grenzen mussten damals eingerissen werden und Bedenken gab es nicht, nur zu denken, dich jetzt einzuschränken, sticht dir in die Seele wie ein Dorn und bewegt dich letzten Endes so weit fort. Und Einsamkeit ist nicht mehr nur ein Wort. Station B3.